Ja, Herr Gabriel, dann lassen Sie uns doch einmal einsteigen und versuchen zu differenzieren, künstliche Intelligenz und normale Intelligenz. Wo sehen Sie da den Unterschied? Den Unterschied sehe ich fundamental darin, dass die normale menschliche Intelligenz fundamental animalisch oder, wenn man so will, bionisch ist. Das heißt, wir sind intelligent genau deswegen, weil wir im Überlebenswettkampf der Arten auf eine bestimmte Weise angepasst sind. Darin besteht unsere Intelligenz und ein von uns hergestelltes Artefakt in der Form eines handelsüblichen Computers zum Beispiel hat kein solches Überlebensinteresse, weil es nicht evolutionär bedingt überhaupt lebendig ist. Kann man sagen, die eine Intelligenz ist intelligenter als die andere? Genau genommen, sensu stricto formuliert, halte ich eine künstliche Intelligenz für gar nicht intelligent. Insofern ist die menschliche Intelligenz in dem Maße intelligenter als die künstliche, als sie überhaupt intelligent ist. In einem Wort, eine künstliche Intelligenz ist genau genommen so intelligent wie ein Schreibtisch, nämlich gar nicht. Man kann einen intelligenten Gebrauch von einem Schreibtisch machen und einen sehr viel intelligenteren Gebrauch zum Beispiel von seinem handelsüblichen Computer. Deswegen haben wir das Gefühl, dass ein Smartphone so intelligent ist, weil wir durch den Gebrauch eines Smartphones so viel intelligenter geworden sind als durch den Gebrauch, sagen wir mal, eines einfachen Schreibtischs. Sie haben ja gesagt, KI kann man als Denkmodell verstehen. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Ja, da lautet die Idee in etwa so. Eine KI baut unter idealisierten Bedingungen, präzisierten Labor- und naturwissenschaftlichen Bedingungen nach, was Menschen tun, sofern sie intelligent sind. Sie ist also ein Denkmodell. So wie, sagen wir mal, ein Modell von Holland verwendet werden kann, ein Plastikmodell, um zu testen, wie leicht es ist, Holland zu fluten und wie hoch die Deiche sein müssen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ein Modell von Holland, das irgendwo steht, Holland ist. Ja, das Verhältnis zwischen Denkmodell und Denken ist in etwa so, wie das Verhältnis zwischen Karte und Gebiet oder Miniatur Holland, Madurodam in Den Haag und Holland. Wie viele verschiedene Arten von Denken würden Sie denn sagen? Sie haben eben im Vortrag von der deduktiven Art gesprochen, von der Abduktion. Inwiefern kann man das differenzieren? Ja, insgesamt verstehe ich unter Denken in einem eingegrenzten Sinn das Haben von Gedanken und die Herstellung von Verknüpfungen zwischen Gedanken genau genommen. Ja? Also einen einzelnen Gedanken zu denken, der wahr oder falsch sein kann, zum Beispiel mein Name sei Hase, oder also ich heiße halt nicht Hase, sondern Markus Gabriel. Das heißt, ich denke einen falschen Gedanken, wenn ich denke, dass ich Hase bin. So. Und viele falsche Gedanken, die wir denken, denken wir, weil wir nicht richtig geschlossen haben. Ja? Wir überschauen ja gar nicht, was wir alles so denken und glauben. Jeder von uns glaubt sehr viel mehr, als er gerade zu glauben meint. Ja, zum Beispiel glauben alle Zuschauer dieser Aussage, dass mehr als 7 Millionen Inder mehr als ein paar Schuhe besitzen, haben aber noch nie darüber nachgedacht. So, das heißt, wir wissen nicht, was in unserer Beliefbox alles drin ist, deswegen schließen wir immer unter nicht idealisierten Bedingungen. Das ist völlig anders, wenn wir einer KI ein genau bestimmtes Datenset füttern. Ja? Die KI hat Kontrolle über ihr gesamtes Datenset auf eine völlig andere Weise als ein Lebewesen. Das heißt kurzum, das menschliche Denken hat letztlich nur eine Form, nämlich das Erfassen von Wahrem und Falschem und die Verknüpfung zwischen alledem. Aber das muss man jetzt natürlich noch ausdifferenzieren, ja, in verschiedene logische Systeme. Es gibt ja nicht eine allumfassende Logik, das wissen wir aus der Metamathematik des 20. Jahrhunderts, sondern verschiedene logische Systeme. Wenn Sie sagen, hat er im Vortrag eben den Satz gebracht, wenn es aussieht wie Intelligenz, ist es Intelligenz quasi. Ne? Wie kann man sagen, ist das eine radikale These oder kann man das in einer gewissen Weise auch philosophisch widerlegen? Richtig, genau. Also ich glaube, die These ist radikal. Man müsste beweisen, dass das stimmt. Es gibt solche Fälle. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, bewusst zu sein, bei Bewusstsein zu sein, dann bin ich bei Bewusstsein. Cogito ergo sum. Ja? Das gilt aber nicht unbedingt für Intelligenz bei anderen. Wenn ich das Gefühl habe, dass etwas anderes bewusst ist, ist es deswegen noch lange nicht bewusst. Wenn ich halluziniere und denke, Bugs Bunny kommt aus der Wand oder träume, ist das ja noch lange nicht wahr. So. Das heißt, so ist es, glaube ich, mit Intelligenz. Es ist einfach sozusagen ein Denkfehler zu sagen, wenn es aussieht wie Intelligenz, ist es Intelligenz. Das muss man erstmal noch beweisen. Alan Turing hat das einfach festgelegt. Er hat gesagt, ich möchte intelligent nennen dasjenige, was sich so verhält, dass ich es auf den ersten Blick nicht unterscheiden kann. Aber hier ist ein interessanter Denkfehler.
Ich kann auch eine Turing-Maschine, selbst wenn sie den Turing-Test besteht, ja unterscheiden von einem Menschen. Ich muss nur nach nebenan gehen. Deswegen idealisiert ja der Turing die Situation, dass ich den Gesprächspartner, die Maschine nicht sehe. Kasparov, wenn er weiß, im Nebenzimmer steht diese Deep Blue-Rechenmaschine, wird nie denken, dass er gegen einen Mensch spielt. Er spielt ja gegen die Maschine. Das heißt, wir können in Wahrheit immer unterscheiden, ob etwas intelligent ist oder nicht. Wenn der Google-Sprachassistent mich anruft, kann ich zwar anhand der Stimme das nicht unterscheiden, ja, aber wenn ich zum Beispiel nachverfolge, woher der Anruf kommt oder einfach dahin gehe, kann ich das unterscheiden. Es stimmt also eigentlich genau genommen gar nicht, dass es ein einziges System auch nur gibt, das wirklich ununterscheidbar ist von einem intelligenten Akteur. Das ist eine Idealisierung. Bei den Vorträgen hier bei den Petersberger Gesprächen haben wir auch schon gesehen oder werden wir auch noch hören, inwieweit die künstliche Intelligenz Fortschritt findet, die Entwicklung kommt und auch die Gesellschaft dadurch ändert. Wie sehen Sie die menschliche Gesellschaft in der Zukunft mit noch mehr Anwendungen durch künstliche intelligente Systeme? Ja, also ich möchte unter Intelligenz verstehen unter anderem etwas, was ein bestimmtes Maß hat. Also wir denken ja, jemand oder etwas sei intelligenter als jemand anderes, wenn er oder sie schneller die Lösung eines Problems findet. Das hat genau damit zu tun, dass wir Lebewesen sind. Und die Menschheit wird immer intelligenter, je besser unsere Geräte werden. Und jetzt haben wir inzwischen Denkgeräte, die unsere Datenverarbeitung maximal beschleunigen. Digitalisierung besteht ja darin, dass man nicht mühsam einen Aktenordner durchwälzen muss, sondern mit einer einfachen Suchfunktion sehr schnell alle erdenklichen Stichworte in einem Text finden kann oder seine Steuern einreichen kann. Dadurch wird die Menschheit massiv intelligenter, ja? Also ihre Intelligenz bleibt die gleiche, aber das Maß der Intelligenz steigt, weil wir sehr viel mehr Probleme sehr viel mehr schneller lösen. Wir erleben gerade eine gigantische Intelligenzexplosion, nicht unserer Geräte, sondern der Menschen. Die Menschen werden immer intelligenter, massiv, und wir haben das in gewisser Weise noch nicht bemerkt. Sprich, durch die künstliche Intelligenz wird am Ende der Mensch auch klüger. Ja. Genau so ist es. Der Mensch verbessert sich massiv durch die künstliche Intelligenz, weil wir gewisse Denkoperationen, die uns Mühe kosten würden, einfach outsourcen können. So wie gesagt in einem Aktenordner. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schlage ich es nach. Das heißt, ich muss nicht die Rechenleistung meines Lebewesens nutzen, um das zu speichern. Und so ist es jetzt auch. Ich muss zum Beispiel nicht zwingend in ein Reisebüro gehen, um eine Reise zu buchen. Das kann ich zu Hause machen. Das geht sehr viel schneller, ist unter Umständen kostengünstiger, ist zwar nicht immer die beste Lösung, aber es kann Zeit sparen. So. Und das ist genau der Trick. Dadurch werden wir intelligenter, weil wir mehr Fähigkeiten ausbilden können und mehr Tätigkeiten ausführen. Die Gesamtleistung der Menschheit, wenn man so will, hinsichtlich der menschlichen Intelligenz, ist sehr viel größer geworden. Das heißt nicht, dass wir in allem besser werden. Ja? Das heißt aber, dass nach diesem Maß der Intelligenz wir das in Rechnung stellen müssen. Als letzte Frage, Herr Grabe, an der Stelle, braucht es, wenn diese künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt und dadurch auch die menschliche Intelligenz weiterentwickelt, braucht es da eine Philosophieform, um auch KI da zu definieren und auch im Rahmen zu behalten? Unbedingt. Die Philosophie ist ja im allgemeinsten Sinn diejenige Wissenschaft, die über das Denken selber nachdenkt. Philosophie ist Denken des Denkens. Das heißt, nichts ist relevanter in gewisser Weise als die heutige Informationsrevolution. Ja, das heißt, die Moderne ist ja im Wesentlichen eine Verbesserung unserer Informationsverarbeitung, was beginnt mit der industriellen Revolution, weil man schneller von einem Ort an den anderen kommt. Das heißt, die Moderne als Beschleunigungsmaschine durch neue Technologie kommt jetzt zu einem bestimmten Höhepunkt dadurch, dass jetzt die Intelligenz selber des Menschen bearbeitet wird. Das ist ein signifikantes philosophisches Ereignis, hinter dem ja auch Fortschritte standen in der philosophischen Logik im 19. und 20. Jahrhundert. Also es gibt im Grunde genommen fast gar nichts Interessanteres im Moment für die Philosophie, als das zu tun. Und insofern brauchen wir in der Tat eine kritische Masse an Philosophinnen und Philosophen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Natürlich nur in interdisziplinären Teams, denn ohne Robotik, Neurowissenschaft, Informatik und so weiter kann man diese Probleme natürlich auf Dauer nicht angemessen untersuchen. Wunderbar. Herr Grabe, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung.